Guten Morgen, mein erstes Wort. Heute nehme ich euch mal mit, so zum Tänzeralltag, wie das so ist, wenn man 6 Stunden Training hat, 5 Stunden Training. Yes! Hey, ja, das ist einfach einer von den weiteren Vlogs, die ich einfach mitnehme im Alltag, das, was ich mache. Und ja, bin gespannt auf euer Feedback. Und sonst abonniert doch einfach unseren Kanal. Für lustige Sachen, interessante Sachen, tiefgehende Sachen. Undercut. Ich bin nicht so der Morgenmensch. Also wenn ich Zeit habe und so, dann gehe ich mega gerne brunchen, so ab der 11 Uhr vielleicht. Darum sind dann meistens so ein paar Regeln, die wir halt so ein bisschen stärken. So wie zum Beispiel diesen da. Da haben wir ein Stückchen. Yes. Das heisst, für mich zum Morgen, so, eben, ich habe ein paar Regeln, ich mag auch nicht zu viel essen vor dem Training. Und nehme dir sicher einen Kaffee, oder manchmal auch ein bisschen Cola, ein bisschen Zucker, ein bisschen Zuckerschock. Und dann, am Mittag, genau, noch etwas kochen, erster. Und das gibt's jetzt heute auch. Für die, die es euch gemerkt haben, wir sind in Berlin. Genau. Und das Training findet mit der Company statt. Das ist leider von Janas Yamir. Und das Training hier ist wirklich mega nice. Es gibt wirklich sehr viele coole Trainings. Perfekt. Mega inspirierende Tänzer. Ja, macht Spass. Cool hier zu sein. So, das war die erste Session gewesen, so ein bisschen Warm-up, so Technik. Er erklärt mega viel, was mega cool ist, um Sachen ein bisschen besser zu verstehen. Gestern hat er auch so ein bisschen die Anatomie so ein bisschen angeschaut. Und es hilft schon, wenn du so ein bisschen Muskeln siehst, so von uns. Also er hat so eine Anatomie-Body, wo er damit spielt. Und kannst du dir viel besser vorstellen, okay, welchen Muskel du wirklich musst brauchen. Was richtig, richtig nice ist, weil sonst ist es ein bisschen schwierig herauszufinden, was muss ich da nochmal genau machen? Ich verstehe nicht genau, was, wo, wie. Yes! Das ist so ein bisschen die erste Session, eben viel für Technik, Kraft. Yes! Jetzt sind wir gerade im Rewe gewesen, ein bisschen eingekauft. Und jetzt gibt's zum Mittag. Ja! Voilà, Ravioli mit Edamame. Was gibt's jetzt heute? Ja, wie ich schon gesagt habe, viele denken so, Tänzer, ich schaue doch mega krass aufs Essen und so. Und ich glaube, das ist sicher mega. Aber es kommt dann individuell darauf an. Also ich kenne noch viele, die einfach nicht schauen und einfach essen, was die Lust haben und was gepasst. Und ich finde, das ist auch mega wichtig, weil jeder Körper ist anders und jeder Körper nimmt Sachen anders auf. Von dem her finde ich es mega wichtig, dass man wirklich die Sachen isst, die ihm gut tun, wo man merkt, hey, das brauche ich. Genau. Yeah. I know. Did you cry when you said goodbye? Will you when my turn comes by? I will carry my baggage on my own, dry wipe my tears and then move on. Do you think I will forget you? Do you think I will forget you someday, 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 someday? Yeah. Only when I need to go my place. Only when I need to close my best. Someday, someday. Do you think I will forget you? Do you think I will forget you someday, 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 someday? Ich habe es fast geschafft, fast daheim. Noch ein eisiger Wind, der weht.
Und ich bin so zerstört. Oh mein Gott. Katastrophe. Es wird so richtig massiviert. Es tut mir alles weh. Wirklich hier der ganze Oberschenkel. Boah, Mann. Der Massagegang, ich muss sagen, das ist so richtig heilend. Es fühlt sich echt herrlich an. Wir haben gelernt, nicht nur auf und ab, sondern auch im Viereck. Dass man die Muskeln fast hier schön auseinanderzieht. Ein bisschen. Oh Mann! Ja. Boah, Jesus. Das sieht wirklich krass. So, ich bin schon recht kaputt. Jetzt gibt es noch ein Bad. Ai, 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 ai. Genau. So, ich dachte, ich mache hier Abschluss. Das ist es mit The Company, The Collective. Genau, das Trainieren. Ich bin gespannt auf euer Feedback, wie ihr es findet. Wie ihr es gefunden habt. Dann könnt ihr mir auch sehr gerne sagen, was ihr gerne im nächsten Vlog wollt erleben. Und ja, teilt doch das Video, wenn es euch inspiriert hat oder wenn ihr andere Tänzer kennt, wo ihr denkt, hey, schau durch, so gesehen, was auch immer. Und abonniert unseren Kanal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.